Der erste Fund ist da. Genau. Das sieht aber gut aus. Schön groß. Ist leider schon ein bisschen kaputt gegangen. Unten, da sind oben und unten so zwei Haken, Löcher drin, damit man das eventuell an einen Stock festmachen kann oder so. Vielleicht so einen Stocknagel, nannte man das ja früher. Stocknagel oder das ist eine Marke, die man irgendwo ranmachen konnte. Nee. Wisst ihr, was das ist? Ja, ich muss es ja nochmal mit der Bursche. Oh mein Gott, Alter. Also, oh mein Gott. Das wird richtig gut, das. Ja? Opel. Opel? Ja. Ich mach's mal so. Alt. Das ist doch kein Opel-Schild. Doch, das ist ein Opel-Schild. Das ist ein altes Opel-Schild. Ein richtig guter Fund. Habe ich wieder Content created. Opel Standard, ja. Schenke ich dir, kannst behalten. Nein, doch. Wirklich? Ja. Das nehme ich gerne, also. Ja. Opel Standard. Richtig mit Verzierung oben und alles. Ja. Ein mega cooles Relikt. Kannst du dir an der Wand hängen. Kannst du behalten. Das ist was für die Vitrine auf jeden Fall. Oder sowas? Das weiß ich jetzt ja nicht mehr. Ich habe schon mal so was Altes gefunden irgendwie. Hm. Das ist doch ein mega geiler Fund. Ja. Das fängt doch schon mal sehr gut an. Dafür, dass wir erst so 10 Minuten da sind. Naja, ich habe auch noch andere Sachen gefunden. Warte mal, ich kann dich da mal kurz aus meiner Fundtasche holen. Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Aber vielleicht interessiert es ja dem einen oder anderen Zuschauer. Ich habe jetzt zwei so Fragmente gefunden. Ich habe sie auch noch nicht sauber gemacht. Die sehen so aus wie so eine Art Dänajatenzaun oder so. Warte mal, das ist glaube ich so. Ich wurschte das mal. Das ist ja eine Unart. Man kann den Zuschauern ja nicht so direkt präsentieren. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein kleiner Jatenzaun ist. Aber schön verziert. War mal irgendwo dran, ne? Hier, nimm, zeig. Vielleicht war das mal eine Krone oder so. Ja, noch mehr Fragmente genau, davon. Irgendwo war das mal dran oder drum, ne? Ja. Möchtest du das auch noch haben? Nee. Nee? Nee, ich bin zufrieden mit dem Opel-Schild. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zum Opel-Schild. Danke. Kriegst du noch dazu. Und dann habe ich noch einen DDR-Pfennig gefunden. Hab ich auch. Warte, DDR-Pfennig. Für die Leute, die das nicht wissen, wie ein DDR-Pfennig aussieht, die machen auch noch sauber. Ja, das ist ja auch so, dass auch manchmal. Das ist kein DDR-Pfennig, das ist ein kaputter Zinker. Moment. Manchmal auch junges Publikum dabei ist. Ja. Und die wissen halt nicht, wie ein DDR-Pfennig aussieht. Richtig, genau. So sieht ein DDR-Pfennig aus, ist aus Aluminium und ist nichts wert. DDR bedeutet übrigens Deutsche Demokratische Republik. Der Staatsratsvorsitzende war Erich Honecker gewesen. Vom Zentralkomitee der DDR. Vom ZK der SED. Aber ein Signal. Ganz tief weit unten kann man was sehen. Da glänzt was. Seht ihr das? Schrift. Der ist noch, naja, ich weiß nicht, ist sehr leicht. Ja. Könnte schon leer sein. Aber das sind Spuren der Wehrmacht. Die hast du danach auch noch, oder? Na gut. Könnte auch vom Zivilisten. Eine, du musst sagen, Gummischutzdose zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten. Man muss das Kind ja mal beim Namen nennen. Kondome heutzutage. Stell dir mal vor, du wirst heutzutage jetzt bei einer Frau vorbeigehen und wirst eine Dublosan-Dose auspacken. Ja, das wäre doch mal was. Das wäre mal nicht schlecht, ja. Leute, deswegen wollen die immer haben. Ja, richtig. So, bitteschön. Da ist auf jeden Fall eine Öse zu erkennen. Oh. Bestimmt ein Hippie verloren damals. Woodstock. Oh, mit Kette noch oben dran. Ein Peace-Zeichen in der Zeit des Krieges. Wenn das mal nicht ein Zeichen ist. Ja. Sondeln bringt Frieden. Peace und freie Liebe. Und das ist auch noch vergoldet, mit echtem Gold. Das ist aber leicht. Nee, sind schwer. Häng dir das bitte um. Nein, ich möchte nicht.
Nein. Doch. Ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Ich sehe, glaube ich, wie ein Fernsehturm sich da drauf. Das ist ein Kettenanhänger. Berlin. Das ist das Wappen von Berlin. Das ist cool. Das ist ein schönes Signal gebracht. Das ist bestimmt aus Silber. Das ist ja cool. Warte mal. Da steht ja so drauf, Hauptstadt der DDR. Ja, das ist das schön. Wunderbar. Da freue ich mich drüber. Da ist es. Da ist der Fernsehturm. Der Fernsehturm. Berlin. Hauptstadt der DDR. Was ist denn das für ein Anhänger? Ein Souvenir oder was? Na, würde ich fast meinen, ja. Oder ein Schlüsselbundanhänger oder so. Ja, das kann sein. Hm? Schlüsselanhänger, die sind sogar bei Sammlern begehrt. Könnte einen gewissen Wert haben. Na gut, bitteschön. Ja, ich als DDR-Kind darf da auch so was finden, wa? Ich bin zwar nicht in Berlin geboren, aber trotzdem ein schöner Fund. Du bist kein Berliner? Nee, ich bin Brandenburger. Dann leg nicht mehr mit dir Sonne. Könnte was Interessantes sein, auf jeden Fall. Ist irgendwas Interessantes. Natürlich ein knalliges Signal. Was Größeres. Eine Art Gefäß oder so. Siehst du das? Was ist das? Ja, es ist so eine Art Gefäß, was hier eingegraben wurde. Großes. Man muss natürlich auch die Kamera drauf halten. Ja, das sieht cool aus. Das sieht interessant aus. Wir werden das vorsichtig ausgraben. Jetzt da? Ist ja komisch. Ich dachte, das geht hier oben so weiter, so rund. Ich will das nicht rausreißen. Ich bin ganz vorsichtig. Ist eine Pfanne oder was ist das? Ein Stück von der Öllampe? Nee, das ist noch weiter unten. Locker. Eine Lampe, ist das, würde ich sagen. Eine Bombe. Eine Bombenlampe. Nee, da muss noch ein Griff sein da hinten, deswegen hängt das so fest. Ja, das wird irgend so eine Öllampe oder. Ja. Ich weiß es nicht. Du bist von deiner Kutsche vorne dran. Das ist wahrscheinlich hinten ein Griff, der irgendwie an der Wurzel dran ist. An der Kleen. Und. Wenn ich jetzt zu doll herumreiße, geht er kaputt. Das könnte aber auch der Deckel. Was ist denn das? Ich habe hier irgendwas in der Hand. Was ist das? Ein Rostklumpen. Nee, nee. Meinst du, das ist ein Rostklumpen? Könnte ein Rostklumpen sein. Ich glaube, da ist ein Deckel und der ist offen und eingerahmt. Komisches Ding. Ja, auf jeden Fall Kupfer da unten. Mhm. Merkwürdige Teil, ne? Ach, guck mal, hier ist wie so ein kleines Röhrchen. Und hier vorne ist eine Öffnung. Könnte man so gießen.
Da war irgendeine Flüssigkeit drin und dann haben die das so gegossen. Ja, auf jeden Fall Kupfer. Mhm. So eine Kupferkanne. Da steht was drauf. Da hat einer was eingeritzt. Ja. Ingo Laffin steht da drauf. Ingo Laffin. Ja. Laffin. Ja. Merkwürdig. Sein Name. Mal schauen, ob hier noch mehr liegt. Hier ist nämlich so eine Vertiefung. Und das lag hier mitten am Baum. Hat auf jeden Fall noch keinen Sondler ausgegraben. Das werde ich auch mitnehmen. Sonnig ist schon wieder so weit weg von mir hier. Dann muss ich es eben selber filmen. Ich habe nämlich einen kleinen Hortfund gemacht. Und zwar, kann man das hier sehen, wenn ich das hier freilege, ja, da kommt die Münze. Hier liegen auch noch mehr Münzen rum. Kickt mal hier. Schaut euch das an. Ich habe hier noch mehr Münzen gefunden. Wie ich das sehe, sind das Münzen aus dem Deutschen Reich. Da sind eine Reichsader drauf. Das sind also Reichspfennige aus dem Deutschen Reich. Kleiner Münzfortfund hier an einer Stelle. Ja, gleich mehrere. Die sind sogar zusammengeklebt noch. Naja, ich werde mir die gleich nochmal genauer angucken. Ein kleiner Reichsmünzenhortfund. Oh, was hast du denn hier gefunden? Was ist das denn? Das wollte ich mal nachgoogeln, was das ist. Das werde ich erstmal ein bisschen verbiegen. Das zeigt schon die Bogen, damit ich es lesen konnte. Da steht Daimon. Ihr könntet auch mit dieser Lupe hier mal überprüfen. Ja, Daimon Fokus war eine Taschenlampe gewesen. Ja, sag ich doch. Na, also. Haben wir doch gesagt die ganze Zeit. Habe ich da wieder recht gehabt. Ja. Aber, das geht. Aber ich finde die Taschenlampe gerade nicht. Guck dir das an, wie das detailliert gezeigt wird hier. Aber Daimon Fokus war eine Taschenlampe, ja. Eine ziemlich alte. Ich hatte das schon mal gehört. Verschiedene Modelle. Genau. Das ist eine sehr schöne Lupe, ey. Ja, Alex, wir haben das Ding hier gefunden. Das ist irgend so eine Messinglampe. Graviert. Waffen. Ingo Laffin steht da drauf. Aber wir haben noch mehr gefunden, was wir ja nicht gezeigt haben. Das müssen wir jetzt mal zeigen. Mhm. Wir haben hier nämlich noch diesen Löffel gefunden. Der kommt hier nämlich so rein. Und dann drehen wir mal die Kamera ein bisschen. Nicht Silber, aber das ist hier. Das war nämlich mein Hortfund, den ich gemacht habe hier. Wann? Na vorhin, hab ich doch ja noch gefilmt hier. Das sind außen. Musst du das gleich aggressiv werden oder was? Ja, muss ich. Warum? Sind doch Silbermünzen. Weil aus dem Deutschen Reich sind Reichsmünzen aus dem Kaiserreich. Ja, sind silberne. Ist nicht der Ernst, oder? Ja. Findet der Silber. Ja, dann zeigst du auch mal in die Kamera drin. Das sind Willi seine Funde, ja, nicht schlecht. Dicke Hülse, zeig mal die Rückseite. Na komm schon, Kamera, du wirst es schaffen. Ja, ich vermute, das ist eine russische. 1942 steht drauf. Ich habe übrigens noch eine Nivea-Creme gefunden. Und die ist noch voll. Der Tag ist gerettet. Willst du die mal öffnen? Ja, dann legen wir meine Funde hier hin. Zeigen wir auch noch gleich. Ein britischer Aerospace, ja. Und dann haben wir das hier gefunden, einen Beschlag. Ja, das ist interessant, das zeigen wir auch gleich noch. Das war ganz interessant, ein Kugelschreiber kam auch noch. Und dann kam noch so was hier. Eine Krone. Ach ja, hier, das ist eigentlich auch ganz interessant. Da steht Potsdam drauf. Hinten ist irgendwie nichts weiter. Oh. Da hast du deine Nivea-Creme. Da war nur Sand drin. Ja. Aber ich zeig dir jetzt was in der Kamera. Ja, das war's. Und mein Coinpad ist ja nicht drin. Die hast du immer mit, oder was? Na, falls ich mir mal den Mund eincremen will, weil der raus ist bei der Temperatur. Ja, ja. Das ist gut. Das ist Nivea-Creme, hat sich nicht verändert.
Nee, ist ja auch ein moderner Fund. Richtig. Also nee, Barcode gab es damals noch nicht. Die haben die M steht drauf. 1,20 Mark. Ja, da gab es noch keine Barcodes. So, jetzt kommen wir mal hier zu Alex seinen Funden. Da haben wir DDR-Geld. Und hier dieses Abzeichen, also dieser Anhänger, den habt ihr schon hier gesehen. Und dann hat er hier gerade einen Silberhortfund gehabt. Das ist ja unglaublich. Kaiserreich, ja? Ja. Du hast ein Glück. Wie viel haben wir denn da? 10, 20? 15, 25. Fünfer. Und der dicke Mark lag nicht dabei? Leider nicht. Sehr schön. So, ja, jetzt. Reichspfennige, Zink und eben mal 10 Reichspfennig auf Zink hier. Und jetzt haben wir den interessanten Fund hier mal. Da will der Alex gleich mal googeln, ob wir da vielleicht was finden drüber. British Aerospace. Und da steht doch tatsächlich da ISS. ISS J01A. Also das ist wirklich merkwürdig. Ist das vom Raumschiff oder was? Da stand eine Jahreszahl drauf. 1992 kann das sein? Ja, 1992 steht unten. Wolltest du nicht Gummibärchen auspacken? Ich hab bloß zwei Hände. So, da hat der Alex noch einen interessanten Fund gemacht. Peri Rasiercreme. Die scheint alt zu sein. Aus Frankfurt am Main. Die gerne ausgegebene Mark. Die hat nämlich nur eine Mark gekostet. Da gab es Rasierklingen und Rasiercreme. Aus Frankfurt M, Frankfurt am Main, Dr. Albertsheim. Für eine große Truppe Peri legen Hunderttausende von zufriedenen Perianern gerne ihre Mark auf den Ladentisch. Ja, von 1937 Werbung von der Peri Rasiercreme. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die so alt ist, ey. Ja. Ich habe mit Thomas Gottschalk einen Vertrag geschlossen. Ja. Genau, Thomas Gottschalk hat ja immer für die Goldbären hat er ja immer Werbung gemacht. Und ich soll euch schöne Grüße von Thomas Gottschalk bestellen heute mal. Die hat er mir mitgegeben heute. Weil wir drei Leute sind, haben wir auch drei Tüten dabei. Dann machen wir jetzt mal ihn auf und essen noch ein paar Gummibärchen. Nervennahrung. Gibt's doch ja nicht. Das ist von der Mütze. Ja. Hier liegt ja alles voll noch. Und sind die Splinte noch drin? Und die kann man interessant hier. Ist ja geil. Würde so eine Lampe sein. Lampenschirm.